Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magister Kabul. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sind jetzt hier heute mit der guten alten Königsberg Tier 5 Kreuzer der Deutschen im Gefecht. Und wir schauen mal, was wir hier mit ihr so reißen können. Ich sag mal, mit den Brandgranaten zockt die sich ganz gut. Mal schauen, wie die Runde so wird. Damit ihr auch was zu sehen habt. Wir haben im Team eine Tsuyo, New Mexico, New York, Texas, zweimal Cleveland, Nürnberg, Königsberg, die Kirov, Farragut, Magnavoy und die Minikase. Auf der gegnerischen Seite haben wir die Tsuyo, Mexiko, zweimal New York, Cleveland, zweimal New York, die Marblehead, Kirov, zweimal Farragut und die Mutsuki. Gucken wir mal, was wir da so reißen können. Ich werde erstmal gucken, dass ich jetzt hier nicht so nach vorne presche. Da wir jetzt hier gerade gegen die Load hier sind. Da sollte man schon ein bisschen schauen, dass man dementsprechend spielt. Nicht, dass man hier immer direkt vorne wegfährt. So, jetzt können wir mal so langsam mal hier starten. So, da brennt sich schon direkt das erste Mal. So, und da ist auch schon wieder mehr oder weniger raus. Die kriegen wir jetzt eigentlich auch nur, wenn sie Breitseite fährt. Dementsprechend höre ich jetzt hier schon wieder auf. Aber wir haben da jetzt zum Beispiel eine New Mexico. Und wir müssen ein bisschen hier kreuz und quer fahren. Werden jetzt das Feuer auf das Schlachtschiff dann richten und versuchen, die irgendwie ein bisschen runter zu brennen. Gegen Schlachtschiffe ist man immer ziemlich gut, da die jetzt halt auch nicht so schnell wegfahren können. Und die Schüsse von der Königsberg sind auch immer recht präzise, finde ich. Wenn die dann richtig sitzen. So, ich kann jetzt halt Breitseite fahren, da sich die New Mexico mit unserer New Mexico ein bisschen rumbeißt. So, jetzt müssen wir mal drehen. So, da brennt sie wieder. Mir fehlen jetzt halt noch die dicken Treffer und die Geschütze drehen sich hier auch um einige schneller als sonst. Genau, jetzt nehmen wir erstmal hier den Tier 6 Schlachtschiff hier unter Beschuss. Drecksmutsuki noch rum. Ich treffe nur nicht richtig die New Mexico. So, jetzt hat sie wahrscheinlich noch Wassereinbruch. So, jetzt auch nochmal getroffen. So, das war sie. Jetzt können wir uns hier mal um die New York kümmern. So, da brennt es auch schon wieder. Warum ist denn unser Träger so weit vorne? So,
So, jetzt haben wir hier leider kein Schlachtschiff mehr. Okay, komm, komm, komm. Gucken, dass wir wenigstens den Zerstörer noch rauskriegen und danach müssen wir uns hier doch mal verdrücken. Schade, jetzt ist er weg. Ja, noch getroffen. Gut. Jetzt können wir da hinten noch ein bisschen auf die New York schießen. Jetzt ist die Frage, kommen wir durch oder nicht? Das ist jetzt halt die Preisfrage. Sonst versuche ich nämlich mal irgendwie durch die Kirov zu kommen. Zwei Clevelands, also von daher müssen wir hier mal ein bisschen kommen wir irgendwie gerade nicht so durch. Wir schauen, dass wir hier die Mutsuki kriegen. Gleich. So nah an. Da kann er hier gleich sowieso so viel smoken, wie auch immer. Jetzt habe ich schon wieder umgeladen, ey. Mal gucken, ob wir vielleicht den nächsten Zerstörer hier rausnehmen können. Oh, ich bin zu nah dran. Ah, die müssen sogar noch reingehen. Kirov. So, immer schön jetzt den Arsch zeigen. Jetzt bin ich, glaube ich, hier ein bisschen im Nachteil. Genau, jetzt schießt mal auf den Sack hier. Muss irgendwie gucken, dass ich hinter die Inseln komme. Ich komme nur nicht so richtig durch, das ist mein Problem. Aber die Kirov ist, glaube ich, gleich auch Geschichte. Habe ich sie doch mal ganz gut hier hingelockt. In ihren sicheren Tod. Das war eine Zitadelle bei mir. Oh Gott, ey. Ist die Frage, ob ich durchkomme. Na, die dreht weg. Sieht ganz gut aus für uns. Ich werde weiter mein Glück dann auf der New York versuchen.
Potosí da im Brand stecken. Und wenn das noch weitergeht, da verlieren wir unseren ersten Kreuzer hier. So, immer schön drauf jetzt hier. Gucken wir mal, dass wir die Cleveland erstmal hier bedienen können. Dreht sich da jetzt erstmal den Ast weg. Jetzt ist er weg. Okay, wir versuchen uns jetzt weiter auf die New York. Drehen uns dementsprechend einfach mal so um unsere eigene Achse. Hoffen wir, dass wir sie irgendwie wieder in Brand stecken können. Das erste Mal. Das werden wir jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Wir kriegen jetzt nämlich auch Unterstützung aus der Mitte. Das ist nämlich auch sehr, sehr für uns jetzt sehr, sehr gut. So, jetzt nehmen wir die New York hier auseinander. Hoffe ich. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum die Cleveland da jetzt auch noch volle Breitseite fährt. Ach ja, komm. Dreh dich. Geschwind. Gott. Vollgas. Sie eigentlich vielleicht hinter die Insel verstecken. Könnten wir eigentlich tun, oder? So, jetzt bin ich unter Beschuss. Jetzt schon mal gar nicht gegenlegen. So. Ah, wir fahren jetzt einfach hier immer so weiter. Ziehen ihn jetzt halt mit hier runter. Schießen ihn weiter und Glück haben. Fucket der jetzt auch noch ab? Nein, er wird direkt versenkt. Das ist gut. So, 160 Treffer schon gemacht. 9 Brände. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Brände mit oben in den Ticker mit reingehen. So, jetzt geht's ran an die Kirov. Gar nicht so richtig. Aber ich denke mal, die Nürnberg wird den jetzt auch platt machen. Aber wenn ich Glück habe, geht jetzt ein Treffer von meinen Granaten rein. Ah, schade. Okay, wäre jetzt auch Stealing gewesen. Joa, wieder gewonnen. Zweiter Sieg in Folge. Und ganz gut Schaden rausgehauen, finde ich. Schauen wir mal, wo wir stehen. Ich denke jetzt, glaube ich, nicht ganz oben, aber... Oh, 71.000 Brand. Schaden, doch, erster Platz. Sprenggranaten. Also, die Hauptbatterie? Ja, nee, wird zusammengezählt, oder? Ne, es wird nicht zusammengezählt. Also die Sprenggranaten, ne? Hier. Oder wie errechnet sich das jetzt gerade? Brände machen 24. Okay, Brände plus Hauptbatterie, das macht das. Okay. So. Und dann nochmal einmal noch die Credits. 229.000 kann ich sehr gut mit leben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.